So, jetzt schauen wir uns das also mal an. Einen Bewegungsvorgang eines bestimmten Autos wird über einen Zeitraum von 6 Sekunden betrachtet. In den ersten 3 Sekunden nimmt die Geschwindigkeit des Autos zu, in den letzten 3 Sekunden nimmt die Geschwindigkeit des Autos ab. Begründen Sie, warum der nachstehend dargestellte Graph den beschriebenen Bewegungsvorgang nicht zutreffend beschreibt. Aha, also das heißt, hier haben wir den Graphen, der schaut also so aus und dann eher wieder so. Das heißt, hier haben wir, und zwar das ist jetzt, müssen wir genau schauen. Was ist denn das überhaupt für ein Graph? Da steht Weg in Meter und dort Zeit, also ein Weg-Zeit-Diagramm. Hier wird aber gesagt, es geht, die erste Geschwindigkeit hier nimmt zu. Aha, also was ist jetzt hier in dem Graphen eine Geschwindigkeit? Eine Geschwindigkeit ist hier eine Steilheit oder hier eine Steilheit oder hier eine Steilheit. Also da muss man immer die Steigung anschauen. Das heißt, die Steigung nimmt also hier ab und dann nachher zu. Also das ist natürlich ein Blödsinn. Also hier falsch, weil hier laut diesem Graphen die Geschwindigkeit zuerst abnimmt und dann wieder zunimmt. Statt umgekehrt. Frau Meier fährt mit dem Auto zu ihrem Arbeitsplatz. Für das Jahr 2019 ergaben sich für ihren Arbeitsweg modellhaft folgende Werte. Bei geringem Verkehrsaufkommen benötigte es sie für die gesamte Strecke hin und retour 40 Minuten. Bei starkem Verkehrsaufkommen war die Fahrzeit für diese Strecke um 31% länger. An 185 Arbeitstagen gab es starkes Verkehrsaufkommen. Berechnen Sie, wie viele Stunden Frau Meier im Jahr 2019 durch das starke Verkehrsaufkommen zusätzlich für ihren Arbeitsweg benötigt hat. Also ich habe hier 40 Minuten und ich habe hier plus 31%. Also eigentlich interessiert mich ja hier nur diese 31% mehr. Das heißt, die 40 Minuten mal 31% ist also jetzt hier pro Tag. Pro Tag und dann muss ich also 185, also mal 185 Tage rechnen. Also pro Tag habe ich das, also okay, das heißt, das muss man einfach nur eintippen. Wieder mal eine Prozentrechnung. Also die 40 Minuten, 40 mal 0,31, 31% sind 0,31 und mal die 185 Tage sind also 2294 und von der Ausgangsgröße her Minuten. Okay, und das kann man in Stunden umwandeln, dividiert durch 60, sind das also dann 38,2 Stunden. Mehraufwand. Es war ja gefragt Stunden, deswegen müssen wir das noch umwandeln. Also auch noch eine Umwandlungsaufgabe zusätzlich.